Matthias Frank, aktuell bestklassierter Schweizer im Gesamtklassement, demnach zufrieden mit dem bisherigen Verlauf? Ja, doch, also die Form ist gut und bis jetzt läuft es gut. Jetzt gestern ein unnötiger Sturz gehabt, ein bisschen Rückstand in den letzten Berg rein, aber ich bin nochmal zurückgekommen und von dem her hat es mir sicher gezeigt, dass die Form gut ist und Moral ist da und jetzt, heute ist nochmal eine schwere Ankunft und hoffen wir, dass ich heute mal mit den Besten nach unten reinfahre. Die Nachwehen vom Sturz sind erträglich? Es geht. Ich bin ein paar Hämatomen, ein paar Abschürfungen, aber nichts Tragisches. Also, es wird sicher ein bisschen weh machen heute in der ersten Runde, aber es könnte schlimmer sein. Von Vaduz geht es auf nach Schaffhausen auf der 7. Etappe. Was hast du dir vorgenommen? Ja, ich denke, es wird wieder eine schwere Ankunft und sicher nochmal Etappen, wo ich ganz vorne sein will. Und gestern 7. geworden, in Gros-Montana 8. Und jetzt hoffe ich, dass es noch ein bisschen weiter vorne reicht. Viel Glück dafür. Danke.